Man stelle sich vor, man ändert die Passwörter der Mitglieder. Vom Sören, von Bonner, vom Grillmeister. Das heißt, diese Leute kommen dann nicht mehr aufs Board, weil das Passwort geändert wurde. Der Name bleibt gleich, das Passwort wurde geändert. So. Jetzt stelle man sich vor, man hackt sich sozusagen, man nimmt jetzt den Namen von einem dieser Mitglieder und schreibt irgendeinen Scheiß rein. Der Bonner fragt zum Beispiel den Sören, er fühlt sich angezogen von ihm und er würde ihn gerne heiraten. Und Bonner kommt rein, liest natürlich erstmal seinen Beitrag, den er da gemacht hat, und kommt aus dem Schluck nichts mehr raus. Der Grillmeister, der hier, ne, wegen seiner Urknalltheorie, den lassen wir auch, der ist ein bisschen ballerballer, der kann nichts mehr eins und eins zusammenzählen, das ist 1 und 1 ist 3 bei dem. Den lassen wir dann auch, den stellen wir dann auch hin, als wäre er ein Vollidiot. Ja. Die Möglichkeiten sind, es gibt so viele Möglichkeiten, wie man die Arche vorführen kann. Ja? Man muss nur wissen, wie. Was ist jetzt los? Wer ruft mich jetzt des Nachts an? Das ist aber nicht euer Ernst, oder? Ja? Mahmt. Ich fahr schon, ja? Ja? Aha. Okay. Reicht doch, wenn du mir um 9 Uhr Bescheid sagst. Ich weiß doch, wo es ist. Das ist deutsche Papier, oder? Für Leipzig und Gotha. Genau. Weiß ich. Also kann ich. Ja, von 9 bis 18 Uhr. Ja. Ich rufe dann an morgen früh, wenn ich im Bibelsein bin, rufe ich an wegen den Daten. Das reicht ja, wenn ich um 9 Uhr anrufe. 9 Uhr sowas. Ja? Ja? Genau. Da brauche ich eigentlich nicht viel. Bis morgen. Ciao. Ja, ja. Das ist immer so typisch, ne? Da rufen die jetzt um 10:30 an. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe es nicht. Oh Mann, ey. Der DAX erschleicht. 40. Ja, der Kollege überholt gerade, ja, die Schnauze voll. Guck mal, schau, da überholt gerade ein LKW. Würzburger Dachser. Ich kann sie nicht ertragen.
habe eine neue Geschäftsidee, aber das wird nicht funktionieren. Weil ich dazu eine Zugmaschine brauche. Ein LKW, eine Zugmaschine. Eine reine Zugmaschine ohne Sattelplatte. Ich muss Gewicht sparen. Dann kommt die Rückbank kommt raus. Wenn es so wäre. Das Bett kommt raus komplett, beide Betten kommen raus, würden rauskommen. Das Ding wird komplett umgebaut sozusagen. Und oben aufs Dach kommt ein Taxischild. Und hinten rein eine Rücksitzbank, also eine schöne Rücksitzbank für 3-4 Leute. Mit Gurten, mit allen drum dran. Dann fahre ich Taxi mit dem LKW. Sowas gibt's schon, ich weiß. Was war denn das jetzt wieder? Hat er mir jetzt gerade einen Daumen nach oben gezeigt? Der Busfahrer hier von. Das ist ja krass. Warum auch immer. Sag mal, kennt er mich? Hat er meinen Elch gesehen? Kirchheim, 5 Kilometer. Ich bin jetzt aus dem Konzept. Ach ja, Taxi. Taxi-LKW fahren. Das wäre nicht schlecht. Aber, naja. Es fahren schon so viele Taxis rum, da würde ich nichts verdienen wahrscheinlich. Da würde ich mehr Geld für einen Sprit ausgeben, als dass ich einnehmen würde. Da müsste ich auf 100 Kilometer müsste ich mindestens 30 Euro verdienen, damit ich den Sprit reinkriege. 30 Liter, ne, es kostet, Sprit kostet ja mehr, Diesel kostet ja mehr, kostet 1,50. Also 45 Euro muss ich dann, um die Spritkosten, allein nur um die Spritkosten zu decken, 50 Euro auf 100 Kilometer, das würde nicht, ne, das würde keine Sau bezahlen wollen. Von A nach B mal für 20 Euro, das, nee. Für ein paar Kilometer 20 Euro, nee. Das würde nichts bringen. Man muss mindestens den dreifachen Betrag erwirtschaften, damit sich's anfängt zu rentieren. Das ist immer am Anfang. Das heißt, du musst mindestens das Vierfache verdienen, damit du wenigstens was rauskriegst. Weil du musst ja noch Steuern zahlen, den Sprit und das ganze Tralala. Beim LKW ist es ein bisschen mehr als beim PKW, Taxi. Was meint das jetzt gerade? Da fährt der Bus an mir vorbei und der Beifahrer streckt die Birne raus und den Arm und macht Daumen nach oben und lacht. Grinst. Was soll ich mir darunter vorstellen? Was war das? Kennt er mich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es ein Abonnent von mir und er hat mich erkannt. Das glaube ich aber nicht, weil ich keinen Namen auf dem LKW habe. Das ist ein unmarked LKW. Der hat keine Bezeichnung, der ist weiß.
Der hat keine Firmenaufschrift. Noch 3,6 Kilometer links fahren, das glaube ich nicht. Stay alive. Na, wenigstens jetzt geht das Gerät. Das ich meine, nennt sich Bonne. Kleine Drecksauflädchen Bonne. Lass mal lieber. Ich wollte ja früher mal Opernsänger werden. Stimmt zwar nicht, aber manchmal schon. So, was macht denn der Kleine das eigentlich auf der Überholspur? Die ganze Zeit. Hat er Angst, dass er nicht rauskommt und den Dachser zu überholen? Was so aus, ne? Weil von hinten kommt noch gar nichts. Kommt noch nichts. Ja gut, okay. Da kommt schon ein LKW an. Ich bin schneller. Wie der LKW hinter mir. Auf der Wohlspur meine ich. Vorsicht! Vorsicht! Jetzt ist da noch einer, noch ein Dachser, der schleicht hier. Das ist doch der Dachser, wo vorhin der Würzburger? Nein, 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 Hannover, das ist ein anderer. Wenn ich nach vorne führen würde. Ist auch egal, wurscht. Ja, nein. Das Schöne an dem Programm ist, der splittet die Filme gleich in 15-Minuten-Teile auf. Das finde ich genial. Alle 15 Minuten macht er einen Cut. Ja gut, am Tag nicht. Da macht er, sagen wir mal, 14,57. Beispiel. Macht ja auch nichts, ist ja kein Problem. Aber in der Nacht macht er 15 Minuten Parts. Das finde ich nicht schlecht. So. Er stellt sich gerade wieder ein, ne? Ja, macht er gerade. Da ist gerade der Bus vorbei. Er wird ein bisschen. Stellt auf unscharf. Das kommt ab und zu mal. Weil es ein wenig dunkel ist, gerade gewesen. Es war ein bisschen dunkel, ist auch kein Mond. Es ist arschdunkel auf Deutsch.
Beleuchtung einschalte für einen Auflieger, macht nichts, bringt nichts, weil es so nicht geht während der Fahrt. Ab 30 km/h geht das Licht aus. Das ist eine Vorsichtsmaßnahme oder eine, was der Geil, warum das so ist. Strom zu sparen oder. Wiesbaden 150, Gießen 71, Frankfurt 126, Basel 444 Kilometer. Rindberg 1000 Meter, Rastorf. Ist ja nicht einmal ein Rastorf, das ist ein Gackhof hier. Auf der Geraden weiter und gleich geht es bergauf. Pass auf, es geht bergauf mit uns. Wenn wir den Berg hinaufkommen, oder? Komm, du Lamikocke, zieh den Berg auf. Das ganze Gewicht ist hinten auf dem Arsch, deswegen ist er so. Ich habe vorne Luft drauf, auf der Zugmaschine, auf der Sattelplatte ist kein Gewicht. Und hinten auf dem Auflieger, hinten auf der Räder, das ist das ganze Gewicht, das schwere Zeug. Und deswegen zieht er mit 12 Tonnen hier den Berg so scheiße rauf. Das ist bei 12 Tonnen ist das nicht möglich eigentlich. Aber das steht ja auf einem anderen Blatt. Der Kollege hängt mir am Arsch. Sieht man ab. Ruheverbot übrigens. Elfter Gang, 86 ist eingestellt. Ey, du willst auch. Aber Vogel oder was? Ha? Meiner Spur überholen. Also knapp vor mir rüber. Nur wie der mehr am Heck klebt. Das habe ich gemeint. Das meine ich. Guck mal. Wie der mehr am Heck klebt. Bei 90. Tempo 90 und so hinten am Heck. Das ist nicht feierlich auf der Strecke. Jetzt die ganze Zeit so. Das geht jetzt die ganze Zeit so. Weil Überholverbot bergauf, dann fährt er auf, fährt dicht hinter mir her, weil er nicht überholen darf. Ich frage mich, wenn er nicht überholen darf, warum hält er nicht Abstand? Mach ich doch auch. Schön der Gatten. Das ist übrigens normal, dass man das so macht, wenn man nicht überholen darf, dass man dann automatisch Abstand reinkriegt als Berufskraftfahrer. Das ist deine Lebensversicherung. Genau das ist deine Lebensversicherung. Deine Beine und deine Arme und dein Kopf hängen da dran. Der Rest natürlich auch. Das kleine Schwänzchen, was da unten dran hängt, auch übrigens. So 10%. Vielleicht. Ja. Also das ist das komplette Paket, kann man sagen. Soll sich doch mal die Kollegen melden, die einen schweren Unfall gehabt haben.
die dabei einen Körperteil verloren haben. Sollen die sich doch mal melden, was sie falsch gemacht haben? Ja, ich habe keinen Abstand gehalten. Mein Fehler. Ja? So ist es. Den Fehler machst du einmal. Du hast nur zwei Beine. Wenn sie dir beide Beine abnehmen, dann war es das mit Rennen und Laufen. Dann heißt es ab sofort Rollstuhl fahren. Die kann dir keine mehr annähen. Darauf geht's hinaus. Läuft es. So ist das im Leben. Das Leben ist grausam. Die Realität auch. Aber manche Leute wollen das nicht kapieren. Besonders die Kollegen, die tagtäglich damit zu tun haben. Die wissen genau, wenn ich bremsen muss, dass er dann hinten im Gebälk hängt. Aber das sind ja City, ne? Ich habe es, glaube ich, schon mal erklärt. Jemand, der eine Bank überfällt, zum Beispiel, ihr könnt die Todesstrafe wieder ausrufen. Das ist sowas von scheißegal. Weil die Leute, die sowas machen, wenn man der dicht auffährt, mir passiert nichts. Mir konnte es nicht passieren. Wenn du eine Bank überfällst, du planst, der Wachmann läuft von A nach B in 2 Minuten. Also habe ich 2 Minuten Zeit, an dem vorbeizuhuschen. Ja. Der und der, bla bla bla, der Bankangestellte ist um so und so viel Uhr am Schalter. Da stürme ich rein, zipp die Waffe, halte nur mal unter die Nase und fordere das Geld. Scheiße. Wenn die keine Kohle haben, die haben nie Kohle. Der Tresor ist zeitgesteuert und so weiter und so weiter. Also, wenn du richtig Glück hast, kriegst du 2000 Euro. Viel Spaß, Hass im Fuß. Ja, der Bankräuber sagt sich dann, ich werde nicht geschnappt. Dann schnappen sie. Der nächste Bankräuber, ich werde nie geschnappt. Den schnappen sie auch. Dann kommt wieder einer, mich kriegen die eh nie. So geht es immer weiter durch. Das ist nun mal so. Werfer, 1000 Meter. Sagen wir mal so, auf Banküberfall steht die Todesstrafe. Das interessiert die Leute nicht. Weil sie eben dieses, mich kriegen die eh nie, bla bla. Haben. Und wenn sie einen haben, ja, Pech gehabt. Scheiße, dumm gelaufen. Schwimme eine Runde im Schwefelsee, was soll's. Egal. Das ist so, das ist bei jeder Strafsache ist das so. Ob du jetzt jemanden vergewaltigst oder ob jemand den Schädel einschlägt, die kriegen mich eh nie. Soll niemals nie sein. Du darfst weder Zeugen noch Spuren am Tatort hinterlassen. Dann wird es funktionieren. Aber weder das eine noch das andere geht. Weil immer irgendwo, du verlierst immer irgendwo eine Haarschuppe oder ein Haar oder irgendwas in der Richtung. Oder es ist immer irgendwo einer, der dich sieht. Wenn er sich da Kennzeichen aufschreibt. Irgendjemand ist da immer. Sie haben ja noch die Todesstrafe, aber ey, bringt's was? Nee, siehst du? Deswegen finde ich das Blödsinn, wenn die Leute fordern die Todesstrafe für irgendwelche Leute, weil es nichts bringt.
hört es auf? Wo fängt es an? Wo hört es auf? Niemand hat das Recht, jemand anders zu töten. Weder der Richter noch der Henker hat das Recht. Ist das so, meine Idee? Das ist zum Beispiel auch Sterbehilfe. Welcher Politiker hat das Recht zu sagen, genau der hat auf der Autobahn einen schweren Unfall gehabt, der Kopf war offen, die Beine sind ab, die Arme sind ab. So, jetzt liegt er da auf seinem Krankenbett im Krankenhaus. Hat keine Beine, keine Arme mehr, offener Kopf, Schädelverletzung, Hirnverletzung, ist ballaballa. Der wird nur noch von den Maschinen am Leben gehalten. Wer hat jetzt das Recht zu behaupten, zu sagen, den lassen wir am Leben? Wenn der jetzt zum Beispiel, es gibt, wenn du ins Krankenhaus zum Beispiel gehst und sagst, wenn es mal soweit ist, kriegst du ein kleines Formular, da steht dann drauf, wenn es soweit ist, wenn ich nicht mehr kann, wenn mich nur noch die Maschinen am Leben erhalten, dann hat der Arzt das Recht, die Maschine abzuschalten. Sterbehilfe. Also in dem Fall ist es eigentlich keine Sterbehilfe, weil der Arzt macht einfach nichts weiter als die Maschine aus. Fertig. Er macht ja nichts anderes als die Maschine aus, die dich am Leben hält. Mehr ist es nicht. Nur noch die Maschine hält dich am Leben, die Herz-Lungen-Maschine. Wenn du ballerballer bist und nichts mehr denken kannst, stellt sich die Frage, was kriegt er noch mit davon? Wie viel kriegt er noch mit dem bisschen Hirn, was ihm übrig geblieben ist? Oder die alte Oma mit 90, die auf dem Sterbebett liegt, nur noch von der Maschine am Leben gehalten. Man stellt sich das vor, du bist 90, das Einzige, was du kannst, du bist früher sportlich agil, bist du über die Wiese gelaufen, bin eine junge Gazelle, mit Sprung, 2 Meter hoch, 3 Meter mit Schlange. So, jetzt brauchst du eine Gehhilfe und läufst die 100 Meter in 10 Stunden. Das ist doch kein Leben, das kann mir doch keiner erzählen. Du machst du Dapse für Dapse, machst du, um dich fortzubewegen. Schritt für Schritt, ach Schritt, Zehntel Schritt, den Zentimeter, den du pro Stunde vorwärts kommst, ey. Und was machst du dann? Dann sitzt du auf der Parkbank rum, mit einem Krückstock, mit einer Gehhilfe oder was du sonst alles dabei hast. Naja, das ist ein Leben. Das ist ein Leben. Ich kann es mir lebhaft vorstellen. Herrlich. So eine schöne Zwiebel und so ein angepippertes Brot.